halb gesenktem Kopf und niedergeschlagenem Blick. Sie sind also heute mit dem festen Vorsatz zu Ihrer Putzstelle im Business Hotel Höhen gegangen, Frau Entes töten zu wollen, und Sie hatten da auch einen ganz konkreten Grund für diese Tat. Überrascht blickte Josefina Rogowa auf und schüttelte den Kopf. »Nein, nein, das ja nicht. Sicher, ich mochte sie nicht leiden. Sie war keine gute Frau, wissen Sie, kein guter Mensch, wirklich. Aber ich habe ihr niemals das gesagt. Ich bin nur Putzfrau hier, auch wenn es als Zimmermädchen und mein Diploma aus dem Balkan. Nichts ist dies hier wert. Ich war so verzweifelt. Und sie hat Sachen zu mir gesagt. Nein, ich...« Sie schwieg und hatte offenbar den Faden verloren und begann nun zu weinen. »Hören Sie, Frau Rogowa, wegen Ihrer Kinder. Wir haben gerade noch einmal angerufen in der Klinik.« Josefina Rogowa sprang auf und beugte sich aufgeregt weit über den Schreibtisch, so dass Hannebös unwillkürlich etwas zurückwich. »Was ist mit Ihnen? Sind Sie tot? Leben Sie? Sagen Sie doch, Kommissar, sagen Sie! Ich hätte doch gehen sollen zu Ihnen!« Sie schluchzte. »Sie leben, Frau Rogowa, hören Sie, Sie leben!« Hannebös blickte sie fest an. »Und Sie könnten jetzt gar nicht zu Ihnen. Der Zustand ist noch immer kritisch. Sie sind beide noch auf der Intensivstation. Das wird auch mindestens einige Stunden noch so bleiben. Und hören Sie, Frau Rogowa, die Ärzte wollen Ihnen keine Versprechungen machen. Aber es hieß, beide Kinder seien von guter Konstitution, seien kräftig und hätten wohl viel Lebenswillen.« Josefina Rogowa sank auf ihren Stuhl zurück. »Ja, darf ich nicht zu Ihnen, hat Arzt auch am Telefon gesagt, als er mich nach dem Unfall angerufen hat aus der Klinik«, murmelte sie. Sie schaute hoch zum Kommissar. »Wissen Sie, ich habe gerufen in das Telefon, dass ich sofort kommen werde, aber der Doktor hat immer wieder gesagt, ich kann es tun, aber ich kann Sie nicht sehen und nichts machen, und er ruft mich sofort an bei Änderungen.« Sie senkte den Blick, legte die Hand an die Stirn, so daß diese ihre Augen verdeckten, und fuhr mit gepresster Stimme fort. »Ich habe mich auf eine Bank unterwegs gesetzt und viel geweint zuerst, Herr Kommissar. Unser Sohn Ralf ist in einer Realschule und Inge schon im Gymnasium, zweite Stufe. Sie sind tüchtige Kinder und sind freundlich und hilfsbereit. Wir waren so froh, dass sie keinen Krieg erleben mussten wie mein Mann, der Janetz, und ich.« Sie zog unwillkürlich den Kopf ein, als wollte sie sich ducken. »Und dann, ich war dadurch schon zu spät. Ich komme niemals zu spät, nie, außer wenn ich vielleicht sehr krank gewesen bin. Ich wollte zumindest hingehen zum Höhenhotel, um eine Erklärung zu geben, persönlich. Es ist doch Pflicht, und mein kranker Mann, die Kinder müssen doch in Deutschland bleiben. Also, wir...« Sie stockte. »Hören Sie, Frau Rogowa«, schlug Hannebös nun vor, »erzählen Sie mir doch am besten einmal alles ganz von Anfang an und der Reihe nach, wie Sie nach Deutschland kamen und wie es dann weiterging mit dieser Arbeitsstelle und all das. Dann können wir das in Ruhe anschauen, und ich verstehe es auch alles viel besser. Und das möchte ich doch, Frau Rogowa, sehen Sie.« Er blickte sie freundlich und aufmunternd an. Sie nickte zögernd. »Wie wir daher kamen, es ist nicht viel zu sagen«, begann sie etwas stockend. »Wir flohen vor dem Krieg dort. Es war grausam vor etlichen Jahren, und wir durften nach Deutschland. Alles war kaputt dort. Mein Mann und ich hatten beide eine gute Ausbildung und Studium mit Diplom. Mein Mann, er war in einem Zimmer mit anderen Menschen, als eine Granate hineingeworfen wurde. Sein Körper, wissen Sie, er hat allein überlebt. Es war ein Wunder, fast ohne Verletzung. Aber er hat immer viel Angst, oft. Seit Jahren ist es schlimm. Er hat zu Hause so gut Deutsch gelernt wie möglich. Ich auch in einem Kurs, aber wir hatten ja die beiden Kinder auch. Er konnte nicht viel arbeiten auf Arbeitsstellen, aber er hat sich immer viel um die Kinder gekümmert und alles zu Hause. Ich hatte viele Stellen zum Putzen und auch einmal in einer Fabrik. Es ging grad so alles irgendwie, Herr Kommissar, wissen Sie. Aber später, als die Kinder älter waren, in der Realschule und dann im Gymnasium, es wurde sehr knapp. Und ich fand auch nicht immer mehr Arbeit. Es war sehr schwierig, sehr schlimm.« Sie stockte. »Das war wirklich keine einfache Situation für Sie und Ihre Familie«, ermunterte Hannebös sie daraufhin. »Aber Sie haben es dann irgendwie geschafft, da wieder ein Stück herauszukommen, nicht wahr?« Rogowa nickte. »Ja«, sagte sie, »wir waren dann ja auch im Workcenter, und unser Case Manager, der Herr Bloch, Thomas Bloch, der hat sich wirklich viel Mühe gegeben, uns zu helfen zu der Zeit.«
Case-Manager Bloch dachte an den eben beendeten Termin mit Frau Rogowa zurück. Wieder einmal erfüllte ihn eine stille Wut auf mehr als einen Umstand, der ihm hier allzu oft begegnete. Da dies der letzte Termin vor der Mittagspausenzeit gewesen war, beschloss er, nach einigen weiteren Telefongesprächen mal nebenan bei seinem Vertretungskollegen Hattich vorbeizuschauen. Tatsächlich hatte auch Hattich jetzt kein Beratungsgespräch mehr und begrüßte ihn mit einem freundlichen »Guten Tag, Herr Bloch!« »Du nimmst aber heute auch irgendwie keine entspannte Grundhaltung ein, wie mir scheint.« Benno Hattich war ein altes Schlachtross, ein Original und schon seit Jahrzehnten im Dienst. Ihm konnte so leicht keiner mehr etwas vormachen. »Nicht so ganz, das stimmt wohl. Ich hatte eben wieder einen Termin mit der Frau Rogowa, die mit dem Mann, der noch stärker als sie kriegstraumatisiert ist, und den beiden Kindern, die auf höhere Schulen gehen.« »Ah ja, die ist so viel Putz und ähnliches, obwohl sie ein Diplom hat. Bin auch aus dem Ausland, richtig?« »Da sollte die doch wirklich mal mehr draus machen.« »Nein, will sie ja nicht«, erwiderte Bloch. »Sie hat doch Angst, dass sie vielleicht doch wieder ausgewiesen werden alle, wenn sie mal eine Zeit lang gar nichts mehr verdient, wegen der dann notwendigen Anpassungs- und Qualifizierungskurse und so. Das ist ihr einfach nicht auszureden.« »Ah, ja«, meinte nun Hattich, »stimmt. Ich erinnere mich jetzt auch an die anderen Probleme drumherum.« »Dumme Sache, aber da gibt es jetzt etwas Neues?« Bloch holte Luft und presste erbittert die Lippen aufeinander. »Ja«, sagte er dann, »sie hat nach der letzten Entlassung wegen Arbeitsmangel recht schnell wieder etwas anderes gefunden. Seltsame Abläufe allerdings, die sich da nun abspulen. Kann ich die Geschichte kurz von Anfang an erzählen?« Hattich rückte demonstrativ einige sorgsam in Plastik gehüllte Hefte zur Seite und schaute aufmerksam. Er war Sammler historischer Comicshefte und seltener alter Knöpfe, organisierte sogar Ausstellungen zu diesen Themen zusammen mit seiner Schwester. »Ja, natürlich, gern«, meinte er ehrlich interessiert. »Ich bin ganz gespannter Gehörgang.« Bloch angelte sich einen Stuhl und berichtete. »Danke. Ja, also, den vorigen Reinigungsjob hatte sie ja dann verloren gehabt kürzlich. Offiziell wegen Auftragsmangel, stimmte aber auch nicht wirklich so ganz. Ich habe das mitbekommen, ein anderes Ehepaar war da auch betroffen, das bei mir ist. Die haben auch beide in dem Amüsierbetrieb geputzt. Recht große Laden waren als Aufstocker bei mir. Jedenfalls ist der Arbeitgeber da auf den Trichter verfallen, die komplette Putzmannschaft rauszuwerfen und den kräftigsten anzubieten, gleich weiterzuarbeiten. Als Scheinselbstständige, 2/3 vom Gehalt und Material selbst mitbringen. Man könnte sich ja dann an das hilfreiche Workcenter wenden, da gäbe es Stadthilfen für agile Neugründer und Selbstständige.« Hattich hob die Augenbrauen ein wenig an und murmelte etwas von »Da müssten gewisse Leute doch wirklich endlich mal gewisse Überlegungen anstellen«, unterbrach aber die Erzählung nicht. »Ja, jedenfalls, die, die sich drauf eingelassen haben, waren natürlich nicht daran interessiert, dann selbst viele andere einzustellen. Da wäre ja noch einiges von ihrem schmalen Verdienst draufgegangen. Die schufteten dann lieber selbst mehr. Und so hatte auch Frau Rugova mal wieder nichts. Heute kam sie dann als Eiltermin bei mir vorbei, wegen einer neuen Arbeitsstelle. So weit, so gut. Sie erzählte mir dann, das sei für erst eine Halbtagsstelle als Zimmermädchen. 600 bis 700 netto im Businesshotel Höhen. Das habe sie in einer Kleinanzeige gelesen und sogar schon einen Probearbeitstag gemacht. Es sei aber ganz legal gewesen, habe man ihr jedenfalls gesagt.« »Oho«, ließ sich nun Benno Hattich vernehmen, »da wäre sie ja sogar eine CBTG-Arbeitnehmerin. Immerhin.« Bloch grinste. Das war mal wieder typisch, dass Benno das auswendig wusste. »Stimmt. Das hatte ich dann auch gleich gegoogelt. Höhn gehört tatsächlich den chemischen Betrieben Transnationale Gewerbe, CBTG, der Firma, von der etliche sagen, dass unsere schöne Stadt Rheinschanzhafen ein nicht völlig unwesentlicher Bestandteil von ihr sei.« Nun grinsten beide etwas maliziös. »Wie dem auch sei, ich überlegte gerade, ob ich nicht zum x-ten Male auf ihre doch eigentlich viel höhere Qualifikation zu sprechen kommen sollte. Da sagt ihr doch zu mir,
Ja, Herr Bloch, und ich bräuchte unbedingt noch einen sogenannten Vermittlungsgutschein von Ihnen. Ich weiß aber auch nicht, was das ist, hatte es mir extra aufgeschrieben. Jedenfalls, wenn ich den nicht mitbringe, bekomme ich die Arbeitsstelle nicht. Wenn doch, dann aber jedenfalls, haben die mir gesagt. Benno Hartig erhob sich, ging 2 Schritte zum Spiegel an der Wand, wandte den Kopf etwas hin und her und inspizierte sein Abbild. Während er sich wieder setzte, sprach er: Herr Bloch, was muss ich da hören? Und meine Ohren scheinen in Ordnung zu sein. Bislang war doch in der Geschichte weder von einem privaten Arbeitsvermittler noch von einem Vermittlungsvertrag noch von Ähnlichem die Rede. Stattdessen aber von Eigenbemühungen der Kundin via Inseratstudium. Oder irre ich mich da? Keineswegs, erwiderte Bloch sofort. Genau so war es. Ich habe sie dann jedenfalls mal gefragt, ob sie weiß, wie viel so ein Schein überhaupt wert ist, nämlich 2.000 €. Wusste sie natürlich nicht, sie habe ja, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt sei. Ich fragte dann nach dem privaten Arbeitsvermittler. Darauf war sie vorbereitet. Man habe ihr gesagt, dass ich vielleicht danach fragen würde. Und dann drückte sie mir diesen Notizzettel in die Hand. Hattig schaute kurz auf den Namen. Aha. Die gute Frau Kregel aus Lochwies. Den Namen haben wir doch schon immer mal wieder irgendwie gehört. In der Tat. Und ich habe heute sogar höchst persönlich mit ihr telefoniert, beziehungsweise sie mit mir. Aber der Reihe nach. Ich habe der Kundin dann mal in aller Ruhe und ganz freundlich erklärt, dass ich ihr einen Vermittlungsgutschein nicht verweigern werde. Darf ich ja im Endeffekt auch gar nicht. Dass ich aber zunächst zumindest einen Vermittlungsvertrag bräuchte. Sie wurde dann trotzdem nervös und hatte Angst, dass es dann alles nicht klappt. Ich konnte sie aber beruhigen. Ich nehme an, sie wird nicht erst Montag hingehen, sondern wird bereits jetzt überall bei denen anrufen. Ich denke, wir wissen beide, was dann am Wochenende jetzt noch passieren wird. Hartig grinste. Klar, die fahren zu ihr raus und halten ihr den Vertrag zum Unterschreiben unter die Nase und geben ihr eine Kopie mit. Denke ich auch. Aber es geht noch weiter. Ich wollte da dann doch noch etwas aktiver mitspielen bei der Geschichte. Zunächst habe ich mal etwas im Netz gesurft. Frau Kregel macht ihrem Namen da alle Ehre. Etliche Angebote verschiedenster Art. Bloß eine Telefonnummer, die fand ich nicht. Na gut. Ich beschloss dann mal bei dem erlauchten Hotel anzurufen. Da nahm natürlich sofort jemand ab, verwies mich dann aber eiligst und mit spitzen Fingern an den Subunternehmer, der sich um Zimmermädchen, Reinigung und solche Dinge im Hotel kümmert. Auch dort versuchte ich mein Glück und bekam ebenfalls sogleich Auskunft. Bloch imitierte nun einen nasalen Tonfall. Ach ja, wissen Sie, mit dem Arbeitsamt und dem Workcenter, da arbeiten wir schon lange nicht mehr direkt zusammen. Das passte doch nie irgendwie. Wir arbeiten ausschließlich noch mit der Firma Kregel aus Lochwies in dieser Hinsicht. Ich beschloss nun, mir erst einmal alles ein wenig durch den Kopf gehen zu lassen und beendete das Gespräch, fuhr Bloch fort. Doch war mein Erstaunen nicht gering, als nur circa 10 Minuten später mein Telefon klingelte und Frau Kregel persönlich am Apparat war. Sie fände es ja so schön, dass sie mich tatsächlich erreiche und auch einmal persönlich mit mir sprechen könne. Sie habe ja schon so viel Gutes über mich gehört, etc. pp. Na ja, jedenfalls täte ihr das ja furchtbar leid mit dem fehlenden Vermittlungsvertrag und sie werde das umgehend in Ordnung bringen. Das habe ausnahmsweise mal nicht sie selbst gemacht, sondern eine Mitarbeiterin, die aber sonst eigentlich auch immer sehr zuverlässig sei und bla 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 bla. Na, da sind wir dann mal gespannt auf Montag, schloss Benno Hartig das Thema erst einmal ab. Kommissar Hannebös fasste zusammen, was er bislang gehört hatte. Sie und ihr Mann, Frau Rogowa, waren dann also eine ganze Zeit lang im Leistungsbezug beim Workcenter. Einerseits dann, wenn niemand von ihnen Arbeit hatte, zumeist aber auch zwischendurch, als Aufstocker, da ein halbes oder ganzes Gehalt im Reinigungsbereich oder bei ähnlichen Jobs eigentlich nie ausreichte für ihre vierköpfige Familie. Betreut hat sie währenddem der Case Manager Thomas Bloch, mit dem sie sehr zufrieden waren, obwohl er oft ihren Mann zu einer Behandlung und sie selbst zu Qualifikationskursen drängen wollte. Ja, Herr Kommissar, bitte glauben Sie mir es. Wir haben nicht gern Hetz 5 Geld angenommen, erwiderte Josephine Rogowa. Ich hatte doch immer Angst, dass wir der deutschen Regierung zu teuer sind, wenn wir nicht fleißig sind und immer arbeiten etwas. Und ja, der Herr Bloch,
Er war gut, weil er hat uns ernst genommen. Er hat auch erst die Atteste angeschaut und Unterlagen, aber er hat geglaubt. Mein Mann hat sehr oft viel Angst, ist ein großer Mann, ja, und sieht stark aus. Aber wenn er ist in einem Zimmer und mehr als ein, zwei Leute dazu, er denkt an die Explosion in unserer Heimat, von der Granate, weil, wissen Sie, schwierig auszusagen, alle Menschen außer ihm in dem Zimmer, sie gingen kaputt, also ganz. Sie verstehen, Herr Kommissar? Hannebös nickte kurz und schnell ansatzweise einige Male, mit doch sehr gequältem Lächeln. Ja, Frau Rugova, ich denke schon, dass ich Sie da verstehe. Doch weiter. Der Herr Bloch schlug mehrfach vor, dass Ihr Mann Janitz eine Psychotherapie machen sollte, was aber unter anderem an seinen mangelnden Sprachkenntnissen scheiterte. Einen geeigneten Sprachkurs zu finden war aber auch kaum möglich, da Ihr Mann es ja in geschlossenen Räumen nicht lange aushalten kann. Ja, bestätigte sie. Er bekommt dann Panik und schwitzt und erzittert und muß nur noch herauslaufen. Aber er hat zu Hause gelernt, so gut er konnte, und ich in richtigen Sprachkursen und habe geholfen. Die Kinder haben auch sehr gut und viel besser und schneller gelernt. Sie haben einen jungen Kopf und sind auch fleißig und überhaupt nicht dumm. Das alles ging dann eine ganze Zeit alles so weiter. Und dann fanden Sie die Arbeit im Hotel Höhen und bekamen auch den dafür nötigen Vermittlungsgutschein von Ihrem Case Manager, dem Herrn Bloch. So habe ich Sie vorhin verstanden. Ja, es ist richtig so gesagt, nickte die Rugova. Es war Dienstag. Bloch hatte am Vortag nicht mehr mit dem Kollegen Hattisch sprechen können, doch heute fand sich wieder ein wenig Zeit. »Kommen Sie herein, kommen Sie heran! Hier werden Sie exakt genauso bedient wie nebenan!« begrüßte dieser ihn. Thomas Bloch schmunzelte ein wenig, derartiges war er aber mehr oder weniger gewöhnt von seinem Vertretungspartner. Zuweilen jedenfalls. »Es gab Anlass zur Verärgerung?« vermutete er daher. »Nun ja«, Hattisch klappte einen Aktendeckel auf und wieder zu. »Wieder einmal so ein paar sinnlose Rollenspiele nach Art des Hauses, Stichwort Maßnahmenzuweisungen, koste es, was es wolle, am besten bis vorgestern spätestens.« Er hob indigniert die Augenbrauen. »Na, immerhin wissen die meisten meiner Kunden, dass ich hier ja nur der nette Case-Manager von nebenan bin und dass das Leben ein Geben und Nehmen ist. Und da ist ja dann der eine oder andere durchaus mal so nett, eine dieser Maßnahmen abzusitzen, egal wie hochgradig sinnvoll und passend sie vom Inhalt oder der Dauer her erscheint, oder aber eben auch nicht.« Er blickte seinen Kollegen einen Moment lang ungewohnt ernst an. »Aber eins sage ich dir, Herr Bloch, das ist doch nun wirklich nichts und gar nichts Individuelles mehr in dem Laden hier, von wegen passgenaue und individuelle Hilfen und so weiter.« Er fing sich wieder etwas und verfiel wieder in einen eher ironischen Tonfall. »Und daher sage ich ja nur hereinspaziert. Hier bekommt jeder etwas, und zwar sofort und augenblicklich. Jeder erhält umgehend einen großen, schlapprigen, diengenormten Hamburger mit Verzehrzwang. Egal, ob er den nun bestellt hat oder auch nicht. Oder ob er etwas ganz anderes bestellt hat oder gar nichts. Oder ob er erst mal über die Bestellung reden wollte. Ganz egal, hier wird jeder gleich rasiert. Zack, zack und fertig.« Benno Hattisch hatte sich nun aber endgültig gefangen und blickte einen kurzen Moment konzentriert geradeaus. »Gab es denn nun Neues bei dir wegen der Frau Rubicon gestern, Herr Bloch?« fragte er dann. »Ja, durchaus. Sie hat gestern meine Türschwelle wieder überschritten«, grinste Thomas Bloch und korrigierte dann unauffällig, »also die Frau Rugova.« Und in der Tat habe ich nun eine Kopie eines Vermittlungsvertrages zwischen der Frau Josefina Rugova und der privaten Arbeitsvermittlungsfirma Kregel aus Lochwies bei meinen Akten, fuhr er fort. Bemerkenswert sind dabei aber zwei ärgerliche Dinge. Da Benno Hattich weiterhin konzentriert zuhörte, setzte er seinen Bericht fort. Zum einen sind die Herrschaften mitnichten bei der Familie Rugova vorbeigefahren, sondern haben sie einbestellt. Bei strömendem Regen ohne Auto kein reines Vergnügen, wie die Kundin sagt. Ach ja, und Unterzeichnungsort war Heideltal. Hattich neigte seinen Kopf seitlich leicht nach rechts und wackelte an seinem Ohr, als müsse dort etwas hinausfallen. »Im schönen Heideltal am Schlecker?« fragte er dann. »Na, sowas.
errichtete die Gregle Frau Gregel denn dort eine neue Filiale ihrer kleinen, aber agilen Firma? Keineswegs, entgegnete Bloch und erhob den Zeigefinger in die Luft. Aber ein gewisser Subunternehmer, der unter anderem in einem bestimmten Businesshotel tätig ist, der ist dort ansässig. Machte Hattig daraufhin. Da ist mir dann ja doch fast so, als höre ich die Schrittgeräusche einer Nachtigall. Und das recht deutlich. Ja, die höre ich auch trapsen, ganz klar, erwiderte Bloch. Nur nachweisen. Nachweisen wird man da wie immer nichts können, fügte er hinzu. Mitnahmeeffekte, glasklar. Ja, die ganze unbeweisbare Geschichte stellt sich natürlich so dar. Der Subunternehmer gibt ein paar kostenlose oder kostengünstige Kleinanzeigen auf. Kundinnen, die sich melden, werden eingeladen zum Probearbeitstag. Ungeeignete dürfen wieder gehen. Alle anderen werden genommen. Zwischendurch lässt man dann normalerweise nebenher einen Vermittlungsvertrag mit unterschreiben und schickt die Kandidatinnen dann auch nochmal schnell im Workcenter vorbei, den Vermittlungsgutschein abzuholen. Viele aus unserer werten Kollegenschaft erledigen das ja auch sehr zügig, lassen die Kundin gar auf dem Flur warten, während sie den Schein geschwind ausdrucken. Was ja aus verschiedenen Gründen bei den hiesigen Verhältnissen sogar nachvollziehbar ist. Das Hobby eines echten Fallmanagements getrauen sich ja nur noch wenige auszuüben. Nun ja, Wackelkandidatinnen werden dann jedenfalls nach 6 Wochen ohne Angabe von Gründen nach Hause, respektive zurück zum Workcenter geschickt. Das sichert dann immerhin die erste Prämie. Gute Leute hält man für 6 Monate und schickt sie dann weg. Ebenfalls ohne Begründung. Oder mit einer harmlosen, damit es keinen Aufruhr gibt bei uns hinsichtlich Sanktionen etc. Das sichert den Rest der Prämie und danach geht das ganze Spiel von neuem los, mit neuen Kandidatinnen. Allerdings macht das Ganze natürlich so überhaupt keinen Sinn. Es sei denn... Genau. Es sei denn, Subunternehmer und private Arbeitsvermittlung teilen sich unsere Prämien. Was natürlich nicht so vorgesehen ist, nicht erlaubt und streng verboten ist. Und überhaupt. Hattig grinste zynisch und warf in den Raum... Herr Bloch, hast du schon mal drüber nachgedacht, mit den Stunden auf halbtags runterzugehen? Und dann melden wir nebenberuflich einfach mal eine kleine private Arbeitsvermittlung an. Ich meine, wenig Arbeit, viel Verdienst. Wäre doch mal was anderes. Bloch winkte resigniert ab. Dazu waren sie beide nicht skrupellos genug, und das wussten sie auch. Norbert Marcel Hannebös, seines Zeichens Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft für den Bereich Tötungsdelikte, vulgo Kriminalkommissar, setzte sich wieder. Frau Rugova, könnten Sie mir nun etwas über den Ablauf erzählen? Was genau geschah denn nun, als Sie dann im Hotel Höhn ankamen? Josefina Rugova senkte etwas den Blick und begann anfangs noch stockend ihren Bericht. Das Business Hotel Höhn lag nicht allzu weit vom zentralen Stadtteil Rheinschanzhafen-Orkheim entfernt, in dem auch der ehemalige Bundespräsident Hartmut Hohl sein großzügiges Einfamilienhaus noch immer bewohnte. So war eine gute ÖPNV-Anbindung in viele Richtungen durchaus gegeben. Josefina stand auf von der Bank, auf der sie verzweifelt und weinend gesessen hatte. Der Arzt konnte ihr viel erzählen. Sie würde natürlich ins Krankenhaus fahren, um in der Nähe ihrer Kinder zu sein, und wenn sie 10-mal nicht sehen durfte. Sie musste doch in der Nähe sein, für alle Fälle. Sie schluchzte unwillkürlich wieder laut auf, und einige verlegen besorgte Blicke anderer Passanten trafen sie. Angestrengt versuchte sie, sich wieder unter Kontrolle zu bringen. Arbeiten? Arbeiten konnte sie jetzt zwar beim besten Willen nicht, aber ihr Pflichtbewusstsein sagte ihr, dass es wichtig sei, nicht einfach die Leute im Höhenhotel anzurufen, sondern lieber persönlich Bescheid zu sagen. Das würde einen weniger schlechten Eindruck machen, und so konnte sie auch alles besser erklären, hoffte sie. Ein wirklich großer Umweg war das auch nicht, auf dem Weg ins Krankenhaus. Schnell eilte sie nun weiter und erreichte nur wenige Minuten nach dem regulären Arbeitsbeginn den Dienstboteneingang und dann ihren Einsatzort. Sie eilte schnell an den Zimmern vorbei und suchte nach Frau Manuela Entes, der Chefin ihrer Chefin, der Bereichsleiterin, die direkt bei der CBTG angestellt, zu Beginn jeden Tages eine Kontrollrunde machte.
und dabei wahrhaftig regelmäßig alle Trinkgelder einsammelte, die abreisende Gäste hinterlassen hatten. Um den fleißigen Zimmermädchen die Mühe zu ersparen, das immer extra dem Workcenter melden zu müssen, wie sie einmal lachend erklärt hatte. Doch daran dachte Josefina jetzt nicht. In einem der letzten Zimmer fand sie sie schließlich. »Ah, Frau Rutzkoffer, nicht wahr? Ich habe Sie schon vermisst, und Sie tragen noch nicht einmal Ihre Arbeitskleidung. Was ist da los?« schnappte die Entes zur Begrüßung. »Rugova, Frau Entes, es ist etwas geschehen«, brachte Josefina hervor. In kurzen Worten erklärte sie, was vorgefallen war. Manuela Entes überlegte einen kurzen Augenblick. Ruckartig streckte sie dann die Hand aus und drückte Josefina Rugova die Hand. »Meine Anteilnahme. Tut mir sehr leid, das mit dem Unfall Ihrer Kinder«, sagte sie kühl und schwieg noch fast eine Sekunde. Doch dann lächelte sie wieder ihr berüchtigtes Lächeln. »Aber wissen Sie, Frau Rugova, wir haben da leider ein Problem. Kann man nichts machen. Eine von Ihren Kolleginnen hat regulär frei, eine andere hat sich eben vorhin überraschend krank gemeldet. Sie müssen also dableiben für diese Schicht. Das Stockwerk muss pünktlich fertig sein. Dafür werden Sie ja dann sicher mit Sorge tragen, okay?« Und wieder dieses eiskalte Lächeln. »Nein, ich fürchte, ich kann doch nicht«, stammelte Josefina. Nun runzelte die Entes ihre Stirn und ließ mit kristallklarer Stimme so einiges hören. »Frau Rutzkoffer, Sie können ja doch nicht zu Ihren Töchtern, oder waren es Söhne? Hat Ihnen der Arzt doch jedenfalls ohnehin gesagt. Sie wissen, hier hat sich einiges geändert, seit ich die Aufsicht selbst übernommen habe, insbesondere beim Controlling. Jetzt halten Sie mich mal nicht länger unnötig auf. Ich erinnere mich schon an Sie. Sie sind doch jetzt etwas länger als 6 Wochen hier. Wissen Sie was? Machen wir es kurz. Entweder Sie nehmen jetzt Ihre Arbeit endlich auf oder Sie gehen. Ihre Papiere können Sie sich dann aber auch morgen abholen. Und Ihrem Workcenter müssen wir dann natürlich auch Bescheid geben, wegen der Arbeitsverweigerung. Klar, klar soweit? Also bitte.« Sie wandte sich ab, in Richtung des Badezimmers, in der sicheren Gewissheit, sich auch hier wieder einmal durchgesetzt zu haben. Josefina war 2 oder 3 Sekunden wie erstarrt. Ihr kranker Mann, die Kinder, der Arbeitsplatz, das Workcenter. Die Arbeit verlieren, vom Workcenter eine Sanktion, während die Kinder vielleicht starben. Das war zu viel, alles war zu viel, viel zu viel. Es brach aus ihr heraus. »Du, Herr Bloch?« »Ja?« »Ich habe da noch einmal gewisse Überlegungen angestellt. Man hat da ja auch so seine Agenten. Und ich habe auch noch mal in einigen älteren Akten von Kundinnen geblättert. Und da gab es interessante Erkenntnisse, nehme ich an.« »Fürwahr. Also ich schaute da mal nach, wer wie lange und mit welchem tatsächlichen Lohn bei Höhn schon gearbeitet hat. Präziser gesagt, bei dem Sub, der das dort regelt. Hölscher Clean. Und da sah ich doch schwarz auf weiß, dass von 600 bis 700 netto nicht wirklich die Rede sein kann. 440 bis 460 im Schnitt. Das kommt schon eher hin. Und es gab darüber hinaus mehrfach Klagen, auch das mit dem Halbtags stimme so nicht. Zwar würde die tatsächliche Arbeit wirklich nicht länger dauern, aber verspätete Gäste dürften keinesfalls gestört werden. Da müsse man dann halt warten. Irgendwie und irgendwo, aber natürlich möglichst unsichtbar. Unter 6 Stunden ginge da niemand nach Hause. Den Bummelanten gäbe es immer. Na toll. 1,5 mal 460. Macht so circa 690, wenn ich mich nicht irre. Du irrst nicht, Herr Kollege Bloch. Und das heißt, wer nach 6 Wochen geschasst wird, ist als Präsent des freundlichen Worksenders von nebenan zu werten. Denn die erste Prämie beträgt ja immerhin auch 1.000 Euro. Und für 2 Flaschen Sekt reicht der Rest auch noch knapp. Selbst im Höhen. Na wunderbar. Es lebe die Förderung. Ich frage mich nur, was die Rugova macht, wenn sie die ersten Lohnzettel sieht. Die bekommt dann doch sicher wieder Paranoia, dass man sie und die Kinder ausweist, wenn sie dem deutschen Staat finanziell zu sehr auf der Tasche liegt. Vielleicht sucht sie sich noch einen zweiten Job. Für 400 Euro oder so. Das hat sie tatsächlich schon einmal so gemacht und sogar auch recht lange hinbekommen. Unglaublich. Am besten dann noch einen Zweitjob über einen anderen Sub. Und dann aber direkt auf CBTG-Gelände, oder?
Bloch grinste widerwillen. Zuzutrauen wäre es ihr, aber sowas schreibt man lieber in keinem Roman. Zu unglaubwürdig. Stimmt, da hast du recht, Herr Bloch, stimmte Benno hartig zu. Aber eines geht mir bei der ganzen Schoße wirklich auf den Senkel, mit Verlaub. Jedenfalls was die Firmen, Subs und Privat-AV angeht. Diese ungebremste, besinnungslose Mitnahmementalität. Ich verstehe Sie, Frau Rugova, sagte Hannebös. Da sind Sie dann einfach durchgedreht. Das wäre sicher vielen auf die eine oder andere Art so gegangen. Aber was sagten und taten Sie denn dann genau? Können Sie mir dazu noch etwas mehr sagen? Es war dunkel geworden mittlerweile. Der Kommissar knipste die Schreibtischlampe an, drehte aber den Lampenkopf etwas zur Seite. Niemand wurde geblendet, der Schreibtisch bildete nun aber eine Art Insel des Lichts in einer seltsamen und düsteren Welt. Josefina saß verkrampft da, erschüttert, ihre Stimme stockte und brach, und sie schwieg eine Zeit lang. »Ich weiß nicht, Herr Hannebös, Verzeihung, Herr Kommissar, meine ich. Ich weiß nicht, ob Sie es mir glauben können, aber ich weiß nur noch Fetzen, sagt man, glaube ich, Einzelteile.« Er nickte ihr verstehend zu. »Also, ich habe geschrien, sehr viel und laut, also... Sie müssen wissen, ich schreie nicht sonst. Seit dem Krieg habe ich nicht geschrien. Ich finde, es ist ungehörig. Es ist kein gutes Benehmen, nicht wahr? Sehen Sie?« Sie versuchte, sich mit Macht zu konzentrieren, ihre Stirn legte sich in Falten und sie schlug sich mehrfach leicht mit der Faust gegen die Schläfe. »Ich konnte aber nicht mehr anders, obwohl ich wollte. Ich habe geschrien, alles, was ich jemals gehört habe, an bösen Dingen über Sie, die Frau Entes, glaube ich. Die anderen Frauen, sie tratschten viel und haben viele Lästerungen gemacht in der Pause, Herr Kommissar, aber ich habe meistens nur zugehört, aber das meiste verstanden. Ich bin auf sie zu, ich habe aufgestampft mit dem Fuß, zweimal, glaube ich, und ich habe geschrien, eiskalte Schlange und Scientology-Schlampe und Klaubock wegen dem Trinkgeld wegnehmen und grinsende Hexe, karrieregeile Intrigantin und andere so schlimme Worte. Und natürlich, dass ich doch weg muss zu meinen Kindern und dass ich da doch nichts dafür kann und das und mehr weiß ich nicht wirklich. Entschuldigung, aber es war so schlimm, es war dann Blut da und erst ein widerliches Geräusch. Ich kannte es, ich bin gerannt, es war Krieg, ich wollte nur weg, ich war dann wohl in der Eingangshalle vom Höhenhotel danach. Ja, nickte Hannebös. Dort stürmten sie wohl völlig aufgelöst hinein. Man bat sie in ein Hinterzimmer, wo man ihnen ein Glas Wasser gab und sie etwas zu beruhigen versuchte. Kurz danach benachrichtigte man uns, weil man da schon anhand ihrer Hinweise nach Frau Entes geschaut hatte. Der Kommissar überlegte. Der nächste logische Schritt war nun eigentlich für ihn, die Rugova noch etwas mehr unter Druck zu setzen, exakt zu fragen, ob sie die ehrenwerte Frau Entes denn nun am Kragen gepackt und mit dem Kopf mal ordentlich vor die Wand geschlagen hatte, etc. Danach hatte es nämlich am Tatort ausgesehen, und diese Details auch mündlich berichtet zu bekommen, war daher eminent wichtig. Aber er hatte kein gutes Gefühl dabei. »Frau Rugova«, sagte er also stattdessen, »lassen Sie uns einen Moment lang eine kurze Pause machen. Vielleicht möchten Sie einen Tee oder Kaffee in der Zeit? Ich werde so lange in unserer Sache einen Kollegen von mir anrufen.« Josefina nickte und nahm das Angebot gern an. »Guten Tag, Herr Kommissar. Burkhard Kalvers am Apparat. Sie wünschen etwas von uns zu reichlich später Stunde?« Hannebös grinste. »Na komm schon, Burg«, sprach er ins Telefon, »nun gib mal nicht gleich wieder den kritischen Kommilitonen hier. So spät ist es ja nun auch wieder nicht.« »Ist Sander da?« Siegfried Anderstut, von allen nur Sander genannt, war Leiter der Tatortinspektion, ein Tüftler vor dem Herrn sowie ein großer Finnland-Fan. »Ja, Sander?« »Ja, Moment, ist da.« Schon hörte man Geräusch im Hintergrund und etwas, das sich in etwa so anhörte wie »Welcher Troglodyt stört diesmal?« Und kurz darauf lauter »Ah, der Kommissar geht um!« Zumindest fernmeldetechnisch. »Guten Abend!« Hannebös musste schon wieder grinsen.
Sander war wirklich ein Unikat, ein Meister seines Faches, zu gegebenen Anlässen durchaus grob wirkend, dies aber mit dem Herzen auf dem rechten Fleck. Ebenfalls einen guten Abend, oder auch Hüveilter, wie es ja manche nennen. Norbert Marcel verbeugte sich andeutungsweise in Richtung des Telefons. Uiuiuiui, ließ es sich daraufhin von Anderstod vernehmen. Da will einer was von mir. Anders ließ es sich kaum erklären, dass mir in einer wenigstens halbwegs komplexen und ausdifferenzierten Sprache ein Gruß entboten wird. Na gut, ich nehme an, es geht um den Fall im Hotel Höhn. Genau, Sander. Habt ihr da schon was Interessantes für mich? Wie ich dich kenne, bestimmt, oder? Schmeichelte er ein wenig. Ja, sicherlich, das schon. Ganz fertig sind wir aber noch nicht. Und du weißt selbst, dass nur das formal verwendbar ist, was später auch im offiziellen Bericht steht, Herr Kommissar. Ja, natürlich, machte Hannebös beschwichtigend. Aber schon mal ein paar interessante Infos, informell, vorab. Ich hoffe, du bist so freundlich. Es waren nun ein paar undefinierbare und knurlautähnliche Geräusche zu hören, die aber nicht unfreundlich klangen. Klar, können wir machen. Also, zu Beginn unserer Untersuchungen hatten wir neben der etwas despektierlichen Lage der Leiche auch noch diverse andere, zumindest theoretisch erschwerende Faktoren zu berücksichtigen, was uns aber in den meisten Fällen gelang, und zwar durch folgende Maßnahmen. Hannebös schaute ein wenig unglücklich und verzweifelt strikt geradeaus. Sander war ein Ass, vergaß aber leider gelegentlich, dass dies nicht immer und nicht auf alle seiner Zuhörer ebenfalls zutraf, die dann dementsprechend auch recht schnell nicht mehr wirklich sämtlichen Details folgen konnten. Nach einigen Minuten wagte er eine vorsichtige Intervention. »Das ist wirklich faszinierend, Sander, und ich bin froh, dass du die Probleme damit dann auf diese Weise doch noch überwinden konntest. Aber könnte man es eventuell irgendwie zusammenfassen?« Siegfried Anderstod überlegte anscheinend einen Moment. »Ja, doch, das müsste eigentlich gehen. Gut. Also, Unfall.« »Unfall? Wie meinst du das denn jetzt?« »So wie ich es sage, werter Norbert. Meine Kollegen Binwirs, Kalvas und eben meine Wenigkeit sehen es so, dass da alles darauf hinweist. Weder an der Kleidung noch am Körper der Toten fanden wir Kampfspuren. Auch sonst deutet nichts wirklich auf eine körperliche Auseinandersetzung hin. Dafür aber fanden wir etwas anderes.« Er machte es spannend und schwieg einen Moment. »Oho«, machte Hannebös daraufhin pflichtschuldig. »Ja«, fuhr Sander daraufhin fort, »wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, hat ja der Hinterkopf des Opfers äußerst unsanft mit den Wandfliesen des Badezimmers Kontakt aufgenommen. Dieser Aufschlag hat dann aber keineswegs mehr das Denkvermögen erhöht, sondern war höchst mutmaßlich die Todesursache. Bestätigen müssen dir das aber noch die Kolleginnen von der Gerichtsmedizin, ganz klar.« Der Kommissar schüttelte leicht den Kopf. Er war schon ein rechter Sarkast, der Siegfried. So ab und an. Dieser fuhr nun fort. »Das ist ja nun alles nichts zwingend Besonderes, das weiß ich selbst, aber die Höhe des Aufschlagpunktes, die war ungewöhnlich niedrig, fiel uns relativ schnell auf. Das lässt dann mal die Variante sehr unwahrscheinlich aussehen, jemand habe sich bei der guten Frau ans Revier geklammert und dann mal tüchtig deren Kopf gegen die Wand geschleudert. Natürlich könnte sie aber aus etwas größerer Entfernung heftig nach hinten umgestoßen worden sein. Völlig ausschließen kann ich das auch bis jetzt noch nicht. Wir fanden aber weder im Brustbereich noch drumherum irgendwelche offensichtlichen Druck- oder Schlagspuren, die das belegen. An dieser Stelle aber, ein wenig Stolz schlich sich in Sanders Stimme, hatte ich dann einen nicht wirklich allzu dummen Gedanken. Ah ja. Ja, genau. Wir schauten uns aufgrund dessen nämlich den Fußboden und auch die Schuhsohlen des Opfers noch einmal etwas genauer an und fanden auch tatsächlich an einem der Schuhe und auf einem recht kleinen Teil des Bodens eine schmierige Flüssigkeit, mutmaßlich dieselbe, und was genau ist, wird uns die entsprechende Abteilung demnächst mitteilen, die Proben davon sind jedenfalls raus.
Es gibt natürlich zwei, drei wahrscheinliche Varianten, davon freilich nicht alle überdurchschnittlich appetitlich. Ich werde sie dir einmal im Einzelnen näher erläutern. Nein, lass nur, fiel ihm Hannebös ins Wort. Es reicht mir völlig, wenn wir das dann später im Bericht präzise drin haben. Er räusperte sich. Okay, wenn ich das recht verstehe, ist die Frau Entes demnach rückwärts ausgerutscht und dann sehr unglücklich an die Wand geschlagen, selbiges mit Todesfolge. Grob gesagt, ja. Natürlich ist sie möglicherweise hektisch zurückgewichen, weil sie sich erschrak, oder sie hat doch einen leichteren Stupser bekommen. Das ist dann ja mehr dein Job, das genauer herauszufinden. Auf jeden Fall ist das dann ganz dumm gelaufen, insgesamt. Schnelles Zurückweichen, das Ausrutschen ausgerechnet auf der schmalen Schleimspur oder was auch immer. Und, ach ja, du hast es ja auch gesehen, da lagen ja etliche Silberlinge drumherum, also 1- und 2-Euro-Stücke. Die sind ja wohl runtergefallen, während oder kurz vor dem Sturz. Einen kleineren Teil davon hatte sie anfangs in einer Hand gehabt, den Rest in einer Außentasche an der Kleidung. Eventuell sorgte das für zusätzliche Ablenkung. Die endgültige, bekanntermaßen pietätlos Leichenpositionierung hatte dagegen wohl keine besondere Ursache oder sowas. Das war einfach ein unfeiner Zufall. Also, dass eine Hand und der entsprechende Unterarm mehr oder weniger ins WC gerutscht sind, quasi. Marcel Hannebös konnte sich lebhaft vorstellen, dass Sander nun wohl sicherlich einige Mühe hatte, einen Scherz über das Thema Griff ins Klo zu unterdrücken. Und so beendete er das Gespräch lieber mit einigen mehrfach wiederholten Dankesworten. Er wandte sich zum Fenster und starrte in die herabgefallene Dunkelheit. In der Ferne ratterte schon jetzt die letzte Straßenbahn über die hässliche Hochstraße in Richtung Nachbarstadt. Zu einem anderen Ort, zu einer neuen Station. Es lief so vieles falsch. Man konnte so wenig tun, aber war man denn wirklich völlig machtlos? Nein. Kommissar Norbert Marcel Hannebös setzte sich wieder an den Schreibtisch zu Josefina Rogowa und teilte dieser nun sinngemäß mit, was er soeben telefonisch erfahren hatte. Es fiel ihr verständlicherweise schwer, dies alles auf Anhieb zu begreifen und zu verarbeiten, aber sie versuchte andererseits zugleich, sich schnellstmöglich wieder in den Griff zu bekommen. Dann drängte es sie natürlich, sofort ins Krankenhaus zu fahren. Doch Hannebös hielt sie noch einen Moment zurück. »Frau Rogowa, ich habe eben noch ein zweites, kurzes Gespräch geführt. Ihre Kinder, es geht ihnen natürlich nicht gut, aber doch schon ein wenig besser als noch vor einigen Stunden.« »Das ist wirklich erfreulich, denke ich. Und ich soll Sie von Ihrem Mann grüßen. Er ist im Krankenhaus und wartet dort. Seit einigen Stunden schon, übrigens. Er hat offensichtlich seine verschiedenen Ängste ein Stück weit zur Seite drängen können bei diesem Notfall.« Hannebös lächelte. Und das tat auch Josefina Rogowa. Als sie nun aufstehen wollte, berührte der Kommissar kurz ihren Unterarm. »Einen kurzen Moment noch, bitte, Frau Rogowa. Zwei kurze Sachen hätte ich da noch schnell. Einmal ist es so, dass ich Sie auffordern muss, die Stadt bis zum offiziellen Abschluss der Ermittlungen nicht zu verlassen. Sie müssten da so lange täglich für uns erreichbar bleiben. Ich weiß, das ist eine gewisse Einschränkung für Sie.« Nun lachte Josefina Rogowa sogar kurz auf. »Herr Kommissar, wo denken Sie hin? Nein, keine zusätzliche Einschränkung ist das für uns. Es gilt schon immer und für unsere ganze Familie. Sie haben vielleicht vergessen, dass wir leider einen Teil Hetz-5-Geld beziehen müssen. Da haben wir viele Pflichten und dürfen nichts falsch machen. Und da dürfen wir auch sowieso nur mit Anmeldung und Genehmigung weiter wegfahren. Auch als Aufgestockte ist es damit nicht wirklich anders.« Hannebös runzelte die Stirn. So rigide hatte er sich diese Dinge eigentlich nicht vorgestellt. Sein unbewusstes und nur halb überhaupt eingestandenes Vorurteil von den eher faulen und drückebergerischen Hetz-5-Empfängern, das war heute ja ohnehin schon sehr deutlich erschüttert worden. »Ah ja, gut, und dann ist da noch schnell etwas.« Er wirkte etwas nervös, bemühte sich aber gerade deshalb nun um einen besonders neutralen und sachlichen Tonfall. »Ich wollte Ihnen da nur einen hilfreichen Service anbieten zur Vereinfachung. Sie haben da ja nun im Moment mehr als genug zu tun, denke ich mir mal.«
Die Rugova schaute ihn einigermaßen verständnislos an. »Ja, also, was ich sagen will. Ich hatte da ja vorhin in der Schilderung schon angedeutet, dass da auch allerlei Silbermünzen auf dem Boden herumlagen. Ich gehe davon aus und stelle fest, dass die wohl aus ihrer Geldbörse gefallen sind, in der Aufregung. Die Münzen kommen in unsere Asservatenkammer und könnten erst später und umständlich wieder zurückbeantragt werden. Kurzum, es waren wohl etwa 50 €. Die habe ich hier und gebe sie Ihnen sogleich. Sie brauchen die ja, gerade jetzt. Ich kümmere mich dann später um die Rückerstattung und so weiter. Ich bin ja ohnehin hier in der Nähe quasi. Sie verstehen. Er schob den zusammengefalteten Schein über den Schreibtisch auf Josefina zu und schaute sie fast flehentlich an. Sie überlegte recht lange und auch Hannebös schwieg. »Wir haben immer versucht zu arbeiten für unser Geld«, antwortete sie dann zögernd. »Wir wollten eigentlich nie etwas so wie ein Almosen.« Der Kommissar stand auf, wandte sich halb zur Seite und strich sich mehrfach nervös durchs Haar. »Hören Sie, Frau Rugova«, redete er dann lebhaft auf sie ein, »Sie sollen das ja jetzt nicht nehmen für einen Einkauf bei Schreilando oder für Kosmetik von Proreal oder so etwas. Denken Sie an Ihre Kinder im Krankenhaus, Ihren Mann, Ihre Familie. Das ist nur ein kleiner Effekt. Ich würde mich freuen, wenn Sie es mitnehmen. Wirklich.« Josefina zögerte noch, nahm dann aber den Schein stumm an sich. Hannebös begleitete sie noch zum Ausgang, und bevor sie dann in der nur durch einzelne trübe Lichter erhellten Dunkelheit verschwand, wandte sie sich noch einmal um. »Sie sind anders. Sie sind ein guter Mann, wissen Sie. Wir werden es vergelten. Irgendwie. Irgendwann.« Einige Monate später fuhr Case-Manager Thomas Bloch seinen PC herunter. Eigentlich war noch etwas Zeit bis zum Feierabend, aber er brauchte jetzt dringend diesen symbolischen Akt, nachdem er die letzte hochoffizielle Verlautbarung der BAZ, Bundesarbeitszentrale, als Newsletter gelesen hatte. Angeblich direkt vom allerobersten Chef, Herrn Jungtump, persönlich verfasst, zumindest aber von ihm unterschrieben. Er dachte an die vergangenen Wochen zurück. Eine aufregende Geschichte war das gewesen mit der Familie Rugova, aber fast alles war mittlerweile und glücklicherweise wieder in guten Bahnen, auch wenn der Sohn wohl eine Gehbehinderung zurückbehalten würde und beide Kinder durch die Geschehnisse auch seelisch noch reichlich mitgenommen waren. Er würde da dranbleiben und zu beraten versuchen, auch wenn ihm die groteske EDV und die dauerhaft lächerlich überhöhten Fallzahlen eigentlich gar keine Zeit für so etwas ließen. »Aber dafür habe ich damals schließlich überhaupt nur zugestimmt, zum Fallmanagement zu wechseln, verdammt nochmal«, dachte er bei sich. »Sinnvolle Beratung und Hilfestellung bei besonders schwierigen Lebensverhältnissen, mit dem Ziel eines Nutzens für alle beteiligten Parteien.« Manchmal gab es Erfolge in dieser oder jener Hinsicht, aber viel, allzu viel lief hier schief in diesem Laden. Er blickte versonnen auf das Wildblumenbild an der Wand und lächelte. Vor kurzem hatte es ein eigentlich unwahrscheinlicher Zufall möglich gemacht, dem Landesfernsehsender STV Südtelevision glaubhaft Informationen zuzuspielen über die Praktiken hinsichtlich der Vermittlungsgutscheine. Es wurden dann sogar tatsächlich zwei Interviews dazu ausgestrahlt, eins davon gar mit einem Landtagsabgeordneten. »Wieder sowas, das man als zu unglaubhaft für einen Roman verwerfen würde«, grinste er kurz in sich hinein. »Aber so war es halt gewesen, die Gelegenheit war genutzt worden.« Ob das etwas mit der Newsletter-Verlautbarung des obersten Jungtums aus Norimberg zu tun hatte? Bloch wusste es nicht. Der Gedanke war schmeichelhaft, sicherlich. Aber letztlich war es auch nicht wichtig. Wichtig wäre, dass sich etwas ändert. Nein, nicht etwas. Vieles. Im Newsletter hatte gestanden: »Wie so oft bedanken wir uns bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der BAZ und in den Workcentern. Auch im Bereich der Ausgabe und Umsetzung der Vermittlungsgutscheine wurden in den vergangenen 12 Monaten wieder einmal erfreuliche Steigerungen erzielt, die uns hoffen lassen, die passiven Leistungen auch in Zukunft weiterhin absenken zu können. Dies ist nur durch unser aller gemeinsame Anstrengung möglich und nur so werden wir auch im nächsten Jahr wieder gute Zahlen und im positiven Sinne beeindruckende Statistiken vorlegen können.«
Komisch. Kommen irgendwie gar keine Menschen drin vor, in dem Schrieb. War es Bloch spontan durch den Kopf gegangen. Das Beste aber kam noch. Uns ist durchaus bekannt, dass es auch vereinzelt Kritik an diesem Werkzeug gibt. Genaue Prüfungen und Untersuchungen haben aber erwiesen, dass sich das Instrument Vermittlungsgutschein in der Arbeitsvermittlung grundsätzlich absolut bewährt hat. Ein seltener Missbrauch ist letztlich bei keinem Instrument völlig ausschließbar, und gerade hier gehen wir fest davon aus, dass es sich lediglich um geringe Mitnahmeeffekte handelt. Geringe Mitnahmeeffekte, jau, wer es glaubt, dachte Bloch, und beinahe hätte er es sogar laut gesagt. Vieles musste man hier herunterschlucken, allzu viel blieb einem im Halse stecken. Die Krätze könnte man kriegen manchmal, dachte er etwas unfein, oder Schlimmeres. Er wandte seinen Stuhl zum Fenster und starrte in die herabgefallene Dunkelheit. In der Ferne ratterte schon jetzt die letzte Straßenbahn über die hässliche Hochstraße in Richtung Nachbarstadt, zu einem anderen Ort, zu einer neuen Station. Es lief so vieles falsch. Man konnte so wenig tun. Aber war man denn wirklich völlig machtlos? Nein. Bloch erhob sich.